10 und du darfst gehen. Mit der Feststellung, dass das Chaos und seine unverständlichen Wege im nicht herrschenden Einklang mit dem mathematischen und logischen Denken unsere vierte Dimension die Zeit ist. Die Frage ist, ist das jetzt Wahrheit oder Lüge? Ich denke, ich bediene mich eines Irrtums, um andere auf die Lösung zu bringen. Wie? Moment, ich weiß das. Ein Chaos besteht aus nicht verstandene Wege, wie nicht verstandene Sprachen und keine Harmonie in unserer Welt, weil wir die Zeit nicht als eine Ordnungseinheit betrachten, sondern als Geld. Wir drehen alles so, wie wir es gerne möchten und geben anderen die Schuld, wenn wir es nicht erhalten. Da wir es nicht festhalten können, jeglicher Besitz schwindet und geht verloren. Da wir in Wahrheit gar nichts besitzen, es sind alles fiktive Raster, an die wir glauben, fiktive Verträge, die uns berauben. Daher kommt das Benutzen und Ausnutzen von Menschen. Das ist Manipulation auf höchster Ebene. Das warst du, Rüdener. Jetzt verstehe ich, was es heißt, Dark Pools mit Dark Pools zu bekämpfen. Da läuft die volle Zerstörung von dem Geldsystem. Die Frage ist, die sich da stellt, was fängt der Mensch mit dieser Freiheit dann an? Falls dies überhaupt eine Freiheit ist. Hier fehlt doch das Bewusstsein dazu, dass die Menschheit so leben kann, ohne jemanden zu benutzen. Erst dann kann sich über Erziehung eine dementsprechende Kultur entwickeln. Jetzt verstehe ich, warum ich in diesem Raum bin. Mein implantiertes Bewusstsein mit dem Chip in meinem Kopf und meine Erfahrungen werden die Dark Pools, die eure Ideen in die richtige Richtung lenken werden. Das Geld interessiert mich nicht. Euer Bewusstsein werde ich manipulieren. Das soll so sein. Dieser Raum sucht sich ganz bewusst seine Besucher aus. Ich bin da auch nur einer von vielen und jeder, der hier reinkommt, hat verstanden, um was es hier geht. Und den Fortbestand der Menschheit. Wir sind Wächter und achten darauf, dass Fehler korrigiert werden. Auch fördern wir Ideen zur richtigen Zeit für die Ordnung der Harmonie im Chaos. Die Springspinnen transportieren die Ideen an den richtigen Ort. Na dann nehme ich mein gespeichertes Bewusstsein mit seinen Erfahrungen und mache ein Plug-in. Wie war das? Rüdener sagte, das, was ich hier tue, wird eh akzeptiert. Na dann, soll es doch so sein. Extreme technical virtuosity. Recommend immediate promotion. Executive Hayden Kale's impressive reputation to bring to the public display. Ms. Kale, are you aware that under the 94 FOI revision, all new exotic projects must be disclosed to Congress? Of course she's aware. Shank is a responsible corporation with clear world vision. As the chief executive of Selfish Company, does that vision include systematic law breaking? We know our maxim, hard technology for a hard world. Wasn't a bill like us. Will automatically promote the next. Heute gibt es eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Es war einmal ein kleiner Drache, der hatte das Bestreben, seit Anbeginn seines Lebens der roten Sonne hinterher zu fliegen. Doch eines Tages, was war geschehen? Die rote Sonne wurde nicht rot, sie blieb einfach weg und es wurde dunkel. Dem kleinen Drachen wurde mulmig im Bauch und fing an zu denken und dabei auf und ab zu laufen. Wie kommt es, dass die Sonne stehen bleibt? Kann es sein, dass sich die Zeit gleichzeitig vor- und rückwärts bewegt? Ist das ein Zeitloch? Bleibt alles stehen? Warum kann ich mich dann bewegen? Ihm wurde innerlich unruhig. Wenn ich es selbst nicht weiß, dann vielleicht andere.
seine Raupe und fragte sie: Sag mir, wo bleibt die rote Sonne, kleine Raupe? Ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht. Ich muss noch 5 Zentimeter zunehmen, um mich zu verwandeln. Stör mich nicht, bitteschön. Bitteschön, stör mich nicht. Der Drache guckte sehr verloren drein und ging weiter. Es muss doch jemanden geben, der mir Antwort geben kann. So ging er dann weiter und fragte noch andere Tiere. Den Fuchs, die Elster, den Igel, den Hasen, den Bären und. Selbst das Meer befragte er. Doch da bekam er nur ein unverständliches Blubbern als Antwort. So setzte er sich hin und trauerte über sich und über die anderen, die ihm keine Antwort geben konnten. Da gesellte sich eine kleine Ameise zu ihm und fragte: Weißt du, wo eigentlich der Mond ist, wodurch die Sonne auch nicht mehr zu sehen sei? Der Drache sah die Ameise an und sah dann gegen den Himmel und sah die Ameise wieder an und fing an zu lachen. Ich hab doch glatt vergessen, dass heute ein besonderer Tag ist. Der Mond verdunkelt die Sonne. Wir haben eine Sonnenfinsternis. An diesem Tag werden Drachen für Menschen sichtbar. Sieht ein Mensch einen Drachen, so darf er sich was wünschen. Aber die Sache hat einen Haken. Ist dieser Wunsch zu überheblich, so kehrt er sich ins Gegenteil um. Ameise, willst du mich begleiten und mit mir Glücksdrache sein? Die Ameise sagte ja, und so flogen sie durch die Sonnenfinsternis. Bis der kleine Drache das Morgenrot sah und mit der Ameise diesem entgegenflog. Vielleicht siehst du sie ja eines Tages, dann wünsch dir was. Aber pass auf, nur nicht überheblich werden. So, und jetzt Licht aus. Jetzt wird geschlafen. Papa, warum soll man nicht überheblich werden? Weil sich sonst der Wunsch ins Gegenteil umkehrt, Kinder. Und jetzt gute Nacht.